Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2. Immer noch im 1939 DLC mit der, glaube ich, dritten Mission in den Wandwäldern. Und wir sind dabei, hier ein bisschen vorzurücken. Die angekündigte Gegenoffensive, im Moment ist davon nicht viel zu spüren. Wir sind ein bisschen festgefahren, ja. Aber insgesamt ist es jetzt nicht so, dass wir hier große Probleme haben. So, jetzt würde ich mal hier die Gelegenheit nutzen, den Panzer aufzufrischen, wenn wir ihn jetzt eh nicht ziehen. Hier oben die Kollegen, wollen wir sie jetzt nochmal auffrischen? Sie werden ja eh gleich wieder angegriffen. Wir lassen sie mal so stehen. So, das Flugzeug können wir noch nicht verlegen. Okay, alles in Ordnung soweit. Dann machen wir den Rundenwechsel. Mich ärgert das ein bisschen, dass wir immer noch den einen Bomber da nicht rausbekommen von ihm. So, er greift hier unsere Pioniere an, kriegt dafür ordentlich auf die Schnauze. Er greift hier die Pioniere an, kriegt dafür ordentlich auf die Schnauze. Sehr gut. Damit können wir definitiv leben. So, hier war ja das Ziel, dass wir endlich Kanonen rausnehmen. So, wartet mal, die können vorrücken. Ja, geh mal dahin, geh mal dahin. Wobei, ja doch, dann konzentrieren wir nämlich die Flugzeuge jetzt mal auf die rechte Seite. So, was ist, wenn die angreifen? Es war klar, dass er nicht rausgeht. Gut, wir holen uns den Jäger jetzt von hier oben endlich nach unten. Da haben wir nämlich hier noch einen zweiten Flugplatz bald. So. Wir rücken hier vor. Wir bleiben da stehen. Wir gehen nicht auf die Brücke drauf. Der hier muss halt weg. So, der Panzer hier oben ist ein Problem wegen dieser Artillerie. Den Bomber hat er jetzt erstmal nicht wieder reingeschickt. Den Panzer anzugreifen bringt uns eine. Okay. Ja, wobei, warte mal kurz. Okay, wir hätten das, glaube ich, andersrum machen müssen. So, minus 3, minus 7, minus 1, minus 6. Das ist die Frage. So, nimm ihn raus. Boah, ernsthaft? Scheiße. Er könnte ihn jetzt. Ne, er kriegt ihn nicht raus. Er kriegt ihn eventuell raus, aber hier können wir. So ist auch okay. Und er. Guck mal, das sind jetzt die Pioniere. So, greif hier mal an. Tricky, tricky, tricky. Was machen wir jetzt hier? So, perfekt. Dann die Art hier. Er hat hier wieder angegriffen, ne? Seht ihr das? Wir haben hier noch ein Flugzeug. Ist die Frage, was wir damit jetzt machen. Wo bringt uns das Flugzeug am meisten? Okay, ihn hier dezimieren. Jupp. So, und jetzt müssen wir noch überlegen, wie wir, was wir mit dem Panzer hier machen. Vermutlich wird er sich hier wieder auffrischen.
zieht sich zurück. Wir rutschen hier hoch. Wir pushen die wieder auf. Wir führen den Panzer dorthin. Wir führen die dahin. Wir führen die Artillerie hier hoch. Den Scout hinterher. Die sind jetzt eingekesselt dort. Okay. Das ist schon mal gut. Ach, okay, die muss vorher zerpackt gemacht werden. Okay, es ist ein bisschen zerpflückt jetzt alles hier. Aber wir sind auf einem guten Weg. Das sind alles One-Shots. Der S-35 hat es wieder aufgeladen. Hier sind jetzt nochmal zwei Infanterieeinheiten aufgetaucht. Das lassen wir mal so stehen mit Absicht. Hier sind nochmal drei Infanterieeinheiten. Das wird auf jeden Fall interessant. Okay, dann gehen wir in den Rundenwechsel. Wir können eh nichts mehr machen. Ja, er greift den Panzer an, oder? Ja. Das war jetzt eigentlich klar. Okay, wir treiben sie zurück. Dann geht ihr mal in die Stadt rein. Der Panzer bewegt sich schon mal zurück. Das heißt, wir brauchen den dann dort nicht mehr. So, die Artillerie hat schon geschossen jetzt gerade. So, bitte nimm jetzt mal hier die Arti raus. Perfekt. So, dann ein Jagdflugzeug. Bitte mal. Wow. Wow. Es ist einfach nur wow. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ja, komm. Komm, greif hier. So, wir nehmen den Punkt ein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiter vorgehen. So, er kann ihn angreifen. Er greift ihn an. So, die Pioniere. Nehmen ihn raus. Gehen hier auf das Wasserfeld. Die Arti rückt danach. Der Panzer greift da an. Sehr gut. So, hier stellen wir die Panzerabwehr hin. Ja, genau. Und jetzt haben wir noch Flugzeuge zu befehligen. Den frische ich mal auf. Ich bin gespannt, wann sein Bomber wiederkommt. Können beide Artis da hinschießen? No, okay, den Scout dahin. Dann die Arti mal bitte. Ach shit, das bringt ja nichts, die kann da nicht schießen. Was ist, wenn ich sie dahin stelle und die dahin? Okay, dann Feuer frei. Zack. Und die Pioniere hier aufs erhöhte Gelände. Einfach mal so zum Anlocken. Mal gucken, wie er hier reagieren wird. Oder was er jetzt hier macht. So, der S-35 lebt immer noch. Die hier können nichts weiter tun. Wir haben hier noch einen, zwei Jäger sogar. Guck mal, dann greifst du ihn mal an, bitte. Ach, schau mal an, hier ist noch eine Packung. Okay, die Pioniere hier, die frischen wir jetzt mal auf. Die Artillerie. Guck mal, wir können das auch so hinstellen. Dann gibt sie den beiden Deckung. Perfekt. So, der Panzer müsste dann in der nächsten Runde auch mal sich auffrischen. Die Brückenpioniere haben wir jetzt wirklich umsonst bisher mitgenommen. Wir sind auch so ganz gut hier drüber gekommen. Beziehungsweise hätten auch gar keine richtige Chance gehabt, sie dort vernünftig einzusetzen. Okay. Wir
können, glaube ich, nichts weiter tun. Da kommt sein Bomber wieder. Das war so klar. Oh, er zieht sich zurück. Er greift den Scout nicht an. Gut, mein Freund. Jetzt reicht es mir mit dir aber. Denn was ich jetzt hier habe, ist eine Flak, du kleiner Hannes. Greif ihn an. So. Feuer. 3. Auf ihn. Jetzt nehmt ihn bitte raus. Holt ihn jetzt vom Himmel. Na, endlich. Gott sei Dank. Also, nicht, dass er ein Problem gewesen wäre, aber er hat unendlich genervt. So, der Scout stellt sich hier... Oh, was ist denn das für eine Pack überhaupt? Oh, eine 25 mm, aber die ist eingegraben. Gut, wir schicken einen hier drauf. Wow, der hat sich hier komplett wieder aufgeladen. Seht ihr das? Und wir... Kommt man die Pack auch gar nicht richtig ran. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den Panzer rauskriegen, bevor er jetzt hier den vor die Pack stellt. Das wäre jetzt echt extremst wichtig. Aber wir schaffen das nicht. Schlecht. Warte mal, wir füllen die mal auf. Wir füllen ihn auf. Wir stellen die tatsächlich hier mal einfach dorthin, wo es weh tut. Damit ist der Panzer eingekesselt. Ihn jetzt anzugreifen bringt nicht viel. So, hier drüben. Wir haben noch ein Flugzeug, was wir einsetzen können. Da ist jetzt die Frage... Ja, komm, auf den hier drauf. Wohin zieht er sich zurück? Okay, dorthin, wo ich ihn angreifen kann, auf jeden Fall. Blöd ist jetzt, dass die hier auf der offenen Fläche stehen. Das kann uns gleich zum großen Nachteil gereichen. So, wir führen sie mal hier hoch. Wir stellen ihn hier hin. Die Arti sagt mal Hallo. Die Arti sagt Hallo. Und wir greifen da mal an. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. So, der Scout hier. Was hat er hier noch stehen? Was ist das? Eine Flak oder was? Eine Flak zur Pack gemacht, okay. Hatten wir jetzt nicht gerade noch ein Flugzeug? Wir haben das schon eingesetzt, okay. Ja, hier hätten wir konsequent sein müssen und sie rausnehmen. So, hier oben. Angriff. Wow, er verliert... Okay, dann lassen wir sie einfach dort drinnen stehen. Ist mir jetzt wurscht. Wenn er da immer wieder alles auffrischt, dann ist das halt jetzt so, sag ich mal. Ich hätte die ja gerne noch irgendwie eingesetzt, aber... Was sind das eigentlich für Einheiten? Das sind in... die sind alle eingegraben hier. Mal gucken, ob wir sie relocken können. Na, wir ziehen die mal hier raus. Okay. Ja gut, also das Primärziel haben wir eh schon erfüllt. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, ob wir noch in den neuen verbleibenden Runden die noch ein zusätzliches Feld, also das hier einnehmen. Ach, der hat immer... Wo hat er den jetzt hergezaubert? Okay, jetzt kommt wo die... Der kommt wo der Gegenangriff jetzt, von dem die ganze Zeit die Rede war. Aua. Au. Ja, das Brückenfeld ist natürlich ekelhaft. Oh ja, jetzt kommt die angesprochenen. Okay. Wow. Okay. Ja, das lassen wir natürlich nicht so auf uns sitzen. Das kommt jetzt irgendwie überraschend, muss ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein Learning. Dass er jetzt auf einmal hier munter wird und dass die Idee hier ihn auf... Ähm
Jetzt wird er munter. Bei über der Hälfte auf einmal. Kommt jetzt hier die große Verstärkung. Okay, na wie auch immer. Achso. So, greif ihn an. Oh, jetzt geht der nicht raus, oder was? Wie kann man denn nur so viel Pech haben, ey? Unglaublich. Wirklich, es ist unglaublich. Okay, wir müssen uns jetzt hier mal kurz drauf einstellen, dass die nächsten 2-3 Runden relativ defensiv werden. So. Dazu zählt auch, dass wir diesen S35 irgendwie rausknallen müssen. Und wir müssen hier uns irgendwie besser aufstellen. Wartet mal. Dahin. Okay, aufs erhöhte Geländefeld. Wir ziehen den Scout dahin. Der Fehler war ja jetzt eigentlich, dass wir die Artillerie auf ein Feld gestellt hatten, wo er uns mehr Schaden zufügen kann. Deswegen ziehe ich sie jetzt mal hier hinter. Wobei eigentlich kann sie da auch stehen bleiben, weil hier deckt sie besser ab, als wenn ich sie dahin stelle. Wie gesagt, jetzt sie vorzuziehen wäre jetzt der große Fehler. Wobei, hier gibt es ja halt auch wieder Deckung, ne? Sie würde den beiden Einheiten eine Deckung geben. Das gefällt mir eigentlich deutlich besser. So. Wir führen die Grenadiere hier ran. Wir frischen ihn auf. Ihn kann er nicht angreifen. Ach, wartet mal kurz. Entschuldigung, mein Fehler. Du frischst dich auf. Du greifst da an. Jetzt auch bitte. Okay, das ist schon mal besser. So, die bleiben hier stehen. Den frischen wir jetzt erstmal auf. Wobei, das ist natürlich auch... Es ist echt verlockend, die hier hinzustellen. Ich weiß gar nicht, was ich... Jetzt habe ich... Er hat hier welche raus, aber die, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir stellen mal die Brückenpioniere hin. Ach genau, dadurch haben wir die Einkesselung erreicht. Okay. Okay. So, die Arti kann noch schießen. Es ist die Frage, auf wen. Für mich hat der S35 immer noch Priorität. So, und wir greifen die hier an. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, würde ich sagen. Trotzdem, wir bleiben mit dem Scout hier auf dem Feld stehen. Der Panzer hier, den brauchen wir irgendwo auf einem... eigentlich hier drüben. Hier oder da. Aber hier wird jetzt einiges ankommen. Die Panzer nützen uns jetzt gerade relativ wenig. Und dadurch, dass aber er hier immer noch steht, können wir die Grenadiere hier nicht wegziehen. Das ist blöd. Eher noch blöd mit P. Aber damit müssen wir jetzt leben. Ich führe den Panzer erstmal hier hoch. Was soll ich machen? Er steht auf dem erhöhten Geländefeld. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ob wir jetzt hier ein bisschen besser aus der Situation rauskommen. Schade ist halt echt, dass wir den einen... Ja, okay, er greift die Arti wieder an. Das tut natürlich wieder weh. Er greift dort die Arti an. Das tut nicht ganz so weh. Er splittet seine Flugeinheiten. Was ehrlich gesagt ein bisschen kacke ist, dass wir jetzt den einen Bomber nicht rausbekommen haben. Das sollte wehtun für ihn. Nein, tut nicht so weh, wie ich gedacht hatte.
Das tut auch nicht so weh, wie ich gedacht hatte. Die Frage ist, wie die jetzt hier klarkommen. Wenn die jetzt wieder rausgehen, haben wir natürlich ein Problem. Aber die können nicht flankiert werden von der Kavallerie. Sondern die Kavallerie greift jetzt hier. Ah, sehr gut. Oh, noch eine Kavallerie. Okay, das war schon mal deutlich besser, muss man sagen. Jetzt müssen wir hier das Ganze so ein bisschen on hold spielen. Und erstmal gucken, ja, wir müssen erstmal den Jäger jetzt hier wieder fokussieren. Okay, dann komm mal her, mein Freund. Können wir die Flak am besten hier hoch? Ja, hallo. Yes. Du kleines Mistvieh. So, immer schön mit Zweier Abstand aufstellen, ne? So. Minus 4. Okay, dann holt mir den vom Himmel. Sehr gut. So gefällt mir das. Warum? Was? Ich verstehe gerade nicht so ganz. Wobei, warte mal kurz, ist es eventuell schlauer? Hier die Pack anzugreifen. Ja, okay, geil. Wir kriegen ihn aber nicht... Ah, wir kriegen die Packer auch nicht raus. Jetzt ist die Frage... Boah, ey, der hier. Diese blöde Infanterieeinheit in den Wäldern. Ja, das ist jetzt... Das ist... Pfuh. So, die Arti frischt sich auf. So, wie arbeiten wir hier jetzt weiter? Wir kriegen die Pack leider nicht raus, ne? Wir können die auf zwei runterballern. Für mich wäre jetzt aber eher wichtig, dass wir Einheiten wirklich rausnehmen, anstatt sie immer nur runter zu schießen. Die hier müssen wir auffrischen. So, hier müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass eine der Kavallerien... Nein, wir kommen da nicht bis hin. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht hier. Wow, der bleibt da stehen. Okay. Ich will den hier raus haben, deswegen setze ich da jetzt so die unter Druck. So, die Artillerie. Tricky. Schon mal eine weniger. Die lade ich auf, damit er sie wieder runterschießen kann. So, ihn lade ich auf. Wir spielen das jetzt hier auf on hold einfach erstmal. So, hier drüben. Wir könnten hier nachrücken. Wir könnten die Pack rausnehmen. Aber dann stehen die Pioniere auf offenem Gelände. Oder? Okay, hatte ich mir jetzt mehr davon erhofft, aber eventuell... Das gibt es doch nicht. Okay, gut, das war jetzt wieder in Ordnung. So, jetzt ist die Frage, wie wir hier weiter vorgehen. Wir können eigentlich nur ihn angreifen. Gut, wie weit sind die unterdrückt hier? Oh, 7. Aber das ist okay.
Das sieht ganz gut danach aus, als ob wir das halten könnten. Und hier eigentlich auch. Wir haben jetzt hier, dadurch, dass wir die Pack rausgenommen haben, ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, wie viel führt er noch nach? Oder führt er überhaupt noch was nach? Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen YouTube-Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer. Namentlich genannt sind das Parsival, Kulle, Ködö, Xynam, Ivendal und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.